Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Echo. Ich werde mir jetzt nochmal hier den letzten Leben und so krallen. Damit wir da ein bisschen vorankommen mit den Ziegeln. Hier ist sogar noch recht viel Leben, wenn man sich mal ein bisschen in die Wände reingräbt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nur, weil wir schon so tief in diesem Berg sozusagen drin sind. Das ist direkt vorne an. Ja, aber wie weit sind wir schon in diesem Berg drin, ne? Weil Gut, vorne stimmt. an habe ich ja hier gebuddelt. Ich Stimmt. bin ja hier vorne an, das ist natürlich... Hier fängt es jetzt langsam mit Lehm an. So viel dazu. Jetzt habe ich Lehm in der Hand. Ja, zusätzlich hat man uns natürlich gesagt, man kann zwischendurch auch mal in der Nacht mal schlafen. was dazu führt, dass natürlich auch die Zeit mal ein bisschen hier in dem Spiel vorangeht, weil wir haben jetzt natürlich, also diese 30 Tage sind ja wirklich, wie wir uns schon des Öfteren gedacht haben, wirklich in-game. In Real-Time. Ja, Real-Time-Zeit, also 30 Tage im echten Leben. Deswegen sage ich ja, das ist harter Tobak. Ja. So, wir bräuchten Grubber. Oh, ist bei Landwirtschaftssimulator. Naja, also ganz ehrlich, das einmal übergrubbern wäre schon schön. Ja. Gibt es denn hier sowas in der Art? Also irgendwie eine Umgrabeschaufel oder sowas? Ja, habe ich ja. Hast du ja, okay. Ja, gut. Dann haben wir hier auch schon ein ganz schönes Loch drin. Frage ist, wollen wir gleich mal pennen oder arbeiten wir wieder durch? Wir können auch Tagarbeiter werden, sage ich jetzt mal. Hört sich komisch an. Ist aber so. Ja. Ach Scheiße, hier ist ja voll, ne? Was ist voll? Ja, das Lager, wo das Lehm eigentlich rein soll, ist ja voll. Wo soll denn das Lehm rein? Ja, bei mir hier hinten. Ich glaube, ich muss da nochmal ein Lager hinterbauen oder sowas. Kannst du auch ein Lager aufs Dach setzen? Kommt alles da zumindest an. Das geht? Probier aus. Ja, zur Not kann ich auch die Schubkarre erstmal dahinter stehen lassen, ey. Und dann hole ich mir dafür die Berechtigung von dem. Ja, wo ist es denn? Ne, es ist deine Schubkarre. So, da kriegt er die Berechtigung und dann Herstellung. Da unten Ziegel. Ach, ich brauche noch Mörtel. Und dann muss ich ja auch wieder Holz holen. Irgendwas ist ja immer. So. Na gut, dann gehe ich mit der großen Karre mal los. Holz holen und Mörtel. Also Kram für Mörtel. Und dann muss ich, warte, nochmal, wie war denn das? Schlacke, geil, Abfallprodukt, das beim Schmelzen erzeugt wird. Wenn es auf der Erde liegen gelassen wird, erzeugen die Ausspülung Verschmutzung, die nahe Pflanze abtöten und die Wasserversorgung sickert. Zur Neutralisierung tief unter der Erde vergraben. Ja. Also geil, ist mehr schmeißen? Ja, war ich auch gerade überlegen, ey. Es ist wieder so typisch Mensch. Oh, es ist schädlich, lass uns das einbuddeln. Oh, ein bisschen Erde drauf. Klopf mal fest, ja. Ist gut. Was machst du eigentlich mit deinem Altöl nach dem Ölwechsel? Kipp ich in Gulli.
Dein Schick ganz viel Schlacke, ne? Wie viel Eisenerz hatten wir jetzt dadurch gewonnen? Wir sind 15, 15. Nein. Also Das geht noch. 23. 23 Schlacke-Einheiten oder wie man das nennen will. Haben wir hier. Okay. Gut, dann können wir Was mal macht runter mein und dann pennen wir, Ofen? ne? Ja, ich bin ja dabei. Ich brauche jetzt erstmal Mörtelkram. Oh, warte, ich habe hier noch Mörtelkram. Ich bringe mal was mit. Ja, ich stell mal wieder mein Zelt irgendwo auf, ne? Kannst du bei mir nicht schlafen? Schnarche ich dir zu laut? Ja, das wird sein. Gut, dann. Lass mich doch erstmal das Zelt aufstellen, ey. Bist vielleicht ungemütlich, du. Schrei mir noch mehr ins Ohr, bitte. Ach. Ich schlafe. Moment. Ich schlaf gleich mit. Du hast jetzt das Feuer wieder benutzt für ganz viel anderen Kram. Ja, und? Sleep. Wie viel Minuten? Weiß ich nicht. Mach Ach so, wir können sechs irgendwann Stunden, 8 Stunden. einfach aufwachen, wenn es wieder hell wird. Jetzt. Jetzt. Das waren 10 Minuten. Hat sich ja richtig gelohnt, wa? Too hungry to work. Gudi, dann gehe ich jetzt mal Holz hacken. Einmal für den So, was ist Mörtel. das denn? Kapok-Baumsamen. Muss ich mal gucken, wo die Scheiße überhaupt wächst eigentlich, ne? Kapok-Baumsamen. Das ist schon nach dem Alphabet? Nee, es ist nicht. Oh, nö, ne? Ich höre dich immer nur meckern. Mhm. Das gehört so. Ach so, gut. Wollen wir also keine Sorgen machen. Nee, 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 nee. Gar nicht da. Timber. Nein, 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 in die andere Richtung. Nein. Zeder. Wir sind genau in der Zederbevölkerung. Ja. Gut. Zedernsamen habe ich jetzt auch wieder gekriegt beim Baumfällen. Können wir wieder ein paar, wenn wir wollen. Eins, zwei, drei. Wie nah kann man Bäume aneinander pflanzen? Nein, nein, nein.
Nein. Oh, man kann sie genau nebeneinander setzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much, oder? Ich würde sagen, ob das was wird. Also für Mörtelmäßig finde ich hier ja erstmal was. Mörtel, 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 Mörtel. Habe ich gerade Lust auf ein Bier und ich habe nichts mehr zu Hause. Dann wird das wohl nix. Nee. Ich könnte einen Roséwein trinken, aber das ist so. Ist nicht dasselbe. Nee, das ist doch der Name schon. Oh Mann. Da hast du, recht. So. Gut, sollen wir mal den anderen Baum finden, der hier so abgestürzt ist. Geht ja noch. Hätte schlimmer werden können. So, so, so. Ja, jetzt haut er natürlich ab. Wer haut ab? Der Boom. So. Ich glaube, ich habe alles verpflanzt, was wir so haben. Oder? Ach so, ja, ich wollte dir noch Samen geben, ne? Ich dachte, die hast du alle ins Lager geworfen. Nö, habe ich alle noch in meiner Tasche. Alter, was? Zedersamen, 40 Stück? Ja, nee, die Bäume können wir ja alle gar nicht pflanzen, ey. Wo soll ich denn die hinstellen? Müssen wir ja auch nicht. Können die ja aufbewahren, die Samen. Alle Bäume weg. Können die hier vielleicht nicht wachsen? Kann das sein? Ja, vielleicht hast du sie auch zu nah beieinander. Keine Ahnung. Ich habe jetzt immer drei freigelassen. So, und hier sind zwei nebeneinander. Die können das anscheinend. Oder die sind gleich einfach alle weg. Siehst du, auf jedem diesen Flecken hier stand ein Baum. Okay. Vielleicht schaffen das nicht alle Samen oder so. Keine Ahnung. Hier, warte mal. Ich geb dir mal. Komm mal her. Ich geb dir mal. Ich geb dir mal. Ich geb dir. Wie war das noch? Wenn ich das fallen lassen will? Da ist irgendwo ein Mülleimer. Achso. So, hier. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Mal das. Das war's. Mehr habe ich nicht für dich, mein Freund. Das ist gut. Das ist schon mehr als genug. In der Hoffnung, der ganze Scheiß wächst ja auch, ne? Ja, nicht alles, ne? Du musst gucken. Ja, aber wie viel Beete soll ich da machen? Ich weiß nicht. Palmsamen. Palm, Alter. Ja. So, Zedern. Und Kapokbaumsamen. Aber seit wann sind denn... Hier steht eine Kapokbaumsamen. Pflanzen, damit daraus eine Zeder wird? Seit wann sind denn Kapokbaum? Zeder? What? Ich kenne Kapok nicht, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich.
ergibt je irgendwas Sinn? Ja, 1 plus 1 ist. Ah, ja, also da du so viel zu essen gerade machst, kann ich dir deine Dings nicht machen. Hä? Deine Ziegel für den Backofen. Wegen was? Ich dachte, du wolltest ein zweites Feuer machen. Wo mache ich Feuer? Bei deinem Zelt. Ja? So, Lagerfeuer. Da. Herstellen. Königsfarm, Kingfell. Oh, die schmecken so gut, ey. Ich könnte mich damit vollfressen jetzt. Oder könnte, mache ich. Keine Ahnung, Alter. Auch noch Leben, auch noch Leben. Ah, ja. Also ich habe das Gefühl, die Zeit geht hier ein bisschen schneller. Es ist ja gleich schon wieder Abend nach Feierabend hier. Wo ist Asteroid? Ich nicht sagen. So, ich packe jetzt erstmal die ganzen Samen irgendwo hier wieder hin, ne? Warum sind das immer nur 5er Stacks Erde, ey? Ich schmeiße das direkt daneben, wa? Kann hier nicht platziert werden. Aber hier, gut. Oh, die Melodie von Schwebeschall im Kopf. Okay. Aber wenn sonst alles gut ist, ne? Ja. Wenn sonst alles gut ist. Gut, dann haben wir jetzt ein zweites Lagerfeuer. Den einen nehme ich dann für Myrtle. Das ist jetzt schon in Arbeit. Und dann kann ich dir ein paar Ziegel machen. Ja, mal versuchen, aber er steht bestimmt auch zu weit weg, ne? Wer oder was? Nee. Oder? Wo sind meine ganzen Ziegelsteine hin? Meine ganzen Dings. Na? Eisenbarren, wo sind denn die hin? Das weiß ich nicht, habe ich dir auch schon gefragt. Den Ding hast du aber ein Lager. Ja, musst du ja. Die waren noch in meinem Lager hier hinten. Sind sie auch? Ach, das ist ein anderes Lager. Okay, dann kommt er da doch nicht hin. Gut, dann kommt er da nicht hin. Das heißt, ja genau, ich nehme jetzt diese Eisenbahn mit. Schmeiß sie mal in ein anderes Lager, ne? Mach mal. Gut. Und wenn ich jetzt in die Herstellung gehe, Backofen, habe ich wenigstens schon mal die Eisenbahn, nur die anderen noch nicht. Gut. Angetriebener Wagen braucht einen Verbrennungsmotor. Braucht Spezialisierung Mechanik. Schmeißt er jetzt den Myrtle hin?
Grummel macht mein Magen. Das kommt davon, wenn man so viel Scheiße frisst. Ja. Da. So, Backen, Dünger, Elektronik, fortgeschrittenes Backen. Das schon alles davor. Durch? Geil. Krass. Innovatives Kochen. Alter, jetzt so viel. Ziegel benötigt Maurerarbeiten. Oh. Maurerarbeiten benötigen 20 Stoff, 50 Mörtel und 50 Steinziegel. Hattest du das nicht schon? Ja, eigentlich ja, ne? Irgendwo hast du doch den. Ja, so. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz mich sammeln. Das war doch bei Steinmetz. Ne, Mauerarbeiten habe ich noch nicht. Aber habe ich nicht das Buch schon gemacht? Lagerplatz. Schneidern. Metzger. Grundlegende Technik. Schmelzen. Ne, haben wir doch nicht. Dann wollten wir das bestimmt mal machen. Ja, wo hast du denn die 20 Dings benutzt? Welche? Die 20 Stoff. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Die wolltest du dafür haben, oder was? Nein, die wollte ich für... Wo wollte ich denn die 20 Stoff haben? Fertigkeits-Bauholz. Fertigkeitsbuch Bauholz. Gut, dann machen wir Maurerarbeiten. Warum findet er den Mörtel jetzt nicht? Und ich muss Steinziegel machen. Also entweder ich skille natürlicher Sammler oder erfahrener Farmer. Entweder Ernteertrag von unseren eigenen Pflanzen um 20% mehr oder Ernteertrag von natürlichen Pflanzen um 20% mehr. Was glaubst du, was macht mehr Sinn? Keine Ahnung. Ich nehme mal unsere Pflanzen. Steinziegel, dafür brauchen wir wieder Stein. Dauert zwar noch einen Moment, bis wir da unsere ganzen Pflanzen Stein haben, aber... Hier, ne? Gut. So. Steinziegel und Mörtel war klar. Das heißt, ich kann eigentlich gleich noch mehr Mörtel machen. Gut, bin wieder weg. Muss noch Mörtel machen. Ah ne, ist schon wieder Nacht. Schlafen? Wie, schon wieder? Ja, okay, von mir aus. Müssen wir nicht. Mir ist es egal, der Tag ist ja sehr kurz hier. Ja, dann lassen wir es. Scheiß auf Schlafen. Okay, Mensch. Richtig. Ja, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Jetzt bin ich hier gerade wieder... Ich glaube, ich gehe Eisenerz farmen. Mhm. Wo packst du denn jetzt immer unser Essen hin? Keine Ahnung, das Lagerfeuer macht das irgendwie. Mhm. Das ist der große Lagerplatz irgendwie, glaube ich. Und das, obwohl er gar keine Berechtigung dazu hat. Ja, wenn er keinen Platz mehr hat, dann haut das irgendwo hin. Okay.
So, Hauptsache erstmal was gefuttert. Deswegen müsste dein Buch auch irgendwo da rumstehen. Meinst du, ich habe das Maurerarbeitenbuch schon gemacht? Ja, es ist doch, kann doch nicht wahr sein. Das ist vielleicht im Inventar oder was? Ich guck gleich mal. Ich weiß nicht, wo wir noch alles hier. Nee. Ich bin der Meinung, die waren alle so ziemlich hier bei den Lagern bei uns, bei mir hier hinten. Na, ja, da bin ich auch noch nicht durchgestiegen, warum jetzt da dann auch noch Lager sind. Weil da, wo du jetzt stehst, der Schmelzofen und der Rennofen, der ist zu weit weg von den anderen Lagern. Der kann sich damit nicht verbinden. Okay. Deswegen müssen hier auch noch Lager sein. Es ist wahrscheinlich auch so, dass du... Dann reiß doch mal dein komisches Zelt hier weg und... Achso, da ist ein großes Lager. Ja, da ist ein großes Lager. Hier war ich ja ewig nicht, ey. Aber hier ist kein Buch. Guck mal, du in deinem Inventar. Ich hab kein Buch. Ja, auch nicht. Ich glaube, das letzte, was wir gemacht haben, war, warte mal. Gut, dann brauchen wir aber jetzt mal langsam. Oder schmelzen. Ja, brauchen wir die Maurerarbeiten? Ich habe keine Ahnung. Ja, sonst kann ich dir deinen Backofen nicht machen. Scheiße, ja, dann bauen wir Mörtel. Ich hab Mörtel. Aber den brauche ich gleich erstmal für was anderes. Ich bin schon dabei. Nee. Doch. Nee, den brauchst du nicht für was anderes. Doch, den brauche ich für was anderes, auch für die Maurerarbeit, aber das muss ich vorher machen. Ja, aber das geht so nicht. Du willst ja das Maurerhandbuch haben. Dafür brauche ich... Das willst du haben. Ja, oder wir brauchen das, weil du einen Backofen haben willst. So. Ich brauche aber für die Maurerarbeiten Steinziegel. Und für Steinziegel brauche ich erstmal Mörtel. You know? So, und ich hatte hier Steinziegel. Da sind 3. Ja, aber Steinziegel? Das heißt, du musst... Ich muss erstmal aus Stein oder aus irgendwelchen Steinformen normalen Stein machen, oder? Genau, ganz normalen Stein. Und aus Stein und Mörtel mache ich dann Steinziegel. Dafür muss ich gleich 16 Stück noch machen. Und damit kannst du dann bauen. Und damit kann ich dann dieses Buch fertigen. Warum auch immer ein Buch Steinziegel braucht, keine Ahnung. Das ist vielleicht ein sehr hartes Buch. Das ist das Buch. 50 Stück. War es 50 Stück? Also 46 Steinziegel muss ich noch machen. Das schaffe ich ja nie. Warum nicht? Weil das ganz schön Ressourcen frisst. Ich mache jetzt erstmal 15. Macht der noch was? Nee. Aha. Gut. Was Salz brauchen wir, glaube ich, noch für was anderes, ne? Hatten wir hier nicht irgendwo noch Steine irgendwo da? Wenn du willst, kann ich anfangen, Steine rüber zu transportieren. Nein, nein, erstmal nicht. Oder? Okay. Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gucken, wie viel ich noch brauche. Ich habe hier ja sonst noch erstmal welche. Nehme ich erstmal die. Und rein damit. So. Ich glaube, ich muss langsam meine Mine so erweitern, dass ich da mit einer Schubkarre rein kann. Das macht irgendwann Sinn. Das ist einfach so. Oder kannst du nebenbei vielleicht mir noch so eine Schubkarre bauen, wie du eine hast? Ja. Oder eine große? Muss ich mal gucken. Vielleicht ja. Eine noch größere? Ah, nee. Basalt brauchte ich für irgendwas anderes. Größere habe ich leider nicht. Kann ich noch nicht. Was? Nein. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das sind die größten, die wir bis jetzt machen können.
hier noch was? Ist auch Basalt. Das ist Granit, ein Stein. Ach, ich nehme alles mit. Zum Not kann ich das ja auch noch wegkloppen hier, ne? Was braucht man jetzt? Erdrampen und so weiter, ne? Erdrampen? Waren das Erdrampen oder was waren das für Rampen? Ach so, ja, damit kannst du arbeiten, das stimmt, ja. Okay, ey, das ist aber jetzt Komplizierter als gedacht, oder? ja, aber jetzt hab ich endlich wieder was Richtiges zu tun. Jetzt muss ich mal wieder arbeiten für den Kram, den wir hier erschaffen wollen. Ja, richtig ordentlich hier. Die sind doch grün, die also sind voll. Genau, dann baue ich mir oder nehme ich mir mal kleine Lager mit. Kann ich dann da auch reinpacken? Dann kann ich nämlich von oben auf die Lager unten zugreifen. Das müsste ja möglich sein, oder? Weil ich kann ja auch so in ein Lager zugreifen und quer durch die Map da irgendwie auf alles zugreifen. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Musst du probieren. Ich auch nicht. Aber erstmal brauche ich Erdrampen ohne Ende. So, okay. Oh. Fick der Baum hier. So, dann kriegst du dein. Oh, wir sind schon wieder drüber. Jo. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sehen uns in der nächsten Folge und dann mal gucken, dass ich jetzt mal schnellstmöglich Jan seinen Backofen fertig kriege. Ich sag bis denne, Antenne.